Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Was war denn für dich das Reizvolle an deiner Rolle? Also ich mag ja Oma Hertha, weil sie so chaotisch ist und weil sie eine alte Hippie-Schlampe im Grunde ist, natürlich positiv gemeint, und weil sie so individuell ist und weil sie sich traut, auch anders zu sein, als man so von so einer Oma erwartet. Das hat mir von vornherein gut gefallen, dieses etwas anarchische Grundelement. Ja. Jetzt hast du selbst keine faire Szene. Wäre es denn für dich einen Wunsch, vielleicht im Wendy 3 eine eigene Szene zu bekommen? Pferdeszene wäre nicht schlecht. Ich habe ja extra reiten gelernt vor 4 Jahren. Da habe ich meinen ersten Pferdefilm gemacht. Okay. Da musste ich reiten können und dafür habe ich im hohen Alter mit über 60 Jahren noch reiten gelernt. Fand das auch super und dachte schon, jetzt bei Wendy und so komme ich auch dazu. Aber es war leider dann nicht so geplant. Aber ich finde es auch richtig, dass die Kinder und eben mein Sohn, dass die reiten, das ist schon okay. Aber wenn eine käme, dann müsste ich mich nochmal einrufen und ein bisschen Unterricht nochmal neu nehmen. Aber das würde mir schon Spaß machen. Wie ist denn... Ich muss mal die Daten zurückhalten. Danke, Dominik. Entschuldigung. Was denkst du, ist das Tolle, einer Oma zu sein? Omas sind ja aus der Weiblichkeitskonkurrenz draußen. Das finde ich hervorragend. Also das sieht man schon am Kostüm. Ich kann diese Overalls tragen. Ich kann irgendwie, die läuft immer so ein bisschen, naja, wie man auf dem Land rumläuft rum. Und muss sich nicht irgendwie drum kümmern, dass sie jetzt irgendwie sexy oder irgendwie so angestrengt gut aussehen muss oder so, sondern die kann viel mehr sein, wie sie einfach will. Bei dem Alter erwartet man das sozusagen, sie ist jenseits von Gut und Böse. Man erwartet es nicht mehr und ich finde es ganz wunderbar, so eine Rolle zu spielen, weil es ja von Schauspielern doch immer fast in allen Rollen eigentlich erwartet wird, dass sie irgendwie adrett, nett und tendenziell den Sexappeal ins Spiel bringen und so. Das finde ich alles relativ anstrengend eigentlich. Also ich mache das schon, wenn es die Rolle erfordert, ist ja auch gut. Aber oft ist es ja bei Frauen so, auch wenn es die Rolle nicht erfordert, muss man irgendwie so. Und diese Rolle erfordert es nun definitiv nicht, weil die geht eben immer mit ihren Gummistiefeln oder mit ihren Clogs rum und ist auch im Wesen ja einfach ein Individuum, eine tolle, eigenständige Person, die absolut ihren eigenen Kopf hat und nicht sich irgendwie kümmert darum, wie man als Frau irgendwie oder als Oma auch sein muss. Sie hat eben keinen Dutt und keine, die Lesebrille hat sie zwar, aber versucht sie immer und verlegt die immer und so, dass dieses über die Regeln eigentlich hinausgehen, über die Normen hinausgehen, das ist einfach total attraktiv bei so einer Figur. Siehst du dich denn selbst in der Rolle wieder? Ob du dich selbst in der Rolle siehst? Ja, ich finde mich in der Oma Hertha schon wieder, weil die eben so widerständig ist. Weil die sich traut, Sachen zu machen, die nicht vorgesehen sind. Und weil sie immer danach geht, was sie richtig findet. Und nicht zuerst, wie kommt es an, was denken die Leute von mir, was könnte irgendjemand denken. Und mir gefällt eigentlich auch ganz gut der Zug, dass sie nicht mit Geld umgehen kann. Ich meine, es ist zwar existenziell gefährdend für die ganze Familie, dass sie mit dem Geld nicht umgehen kann, aber eigentlich finde ich es einen total sympathischen Zug, dass da mal jemand ist, der nicht sagt, um Geld zu kriegen, muss ich das und das machen, sondern die lebt eben, wie sie leben will. Und ja gut, Gott sei Dank hat sie diese gut sortierte Schwiegertochter, die mit Finanzen und den Sohn auch, die sich Gedanken machen und die es ein bisschen im Griff haben. Aber eigentlich finde ich diesen Zug an ihr total sympathisch. Auf jeden Fall. Wie ist es denn für dich, die Jungtalente zu sehen? Ich drehe wahnsinnig gern mit diesen Kindern und Jugendlichen, die wir da haben. Die sind tolle Schauspieler, muss ich sagen. Und die haben vielleicht weniger, ja, Allüren will ich nicht sagen. Es haben nicht alle erwachsenen Schauspieler Allüren. Aber die sind so bei der Sache und sind so unverstellt beim Spiel auch. Und da geht es nicht so sehr um Befindlichkeiten oder was manchmal bei uns erwachsenen Schauspielern dann irgendwie ins Spiel kommt, dass man irgendwie so Forderungen stellt, dass man Status hat, dass man irgendwie behandelt werden will und so. Das haben die gar nicht, sondern die sehen das ganz ernsthaft als Spiel, was es auch ist. Und das ist ein Ansatz, der mir sehr nah ist und der mir gut gefällt. Und ich liebe diese Kinder und meine Enkel und die Freunde und Freundinnen der Enkel, das sind ganz tolle Partnerinnen und Partner gewesen. Okay. Was rätst du denn Jugendlichen oder auch Kindern, die gerne diesen Berufsweg einschlagen würden?
Was rate ich Kindern, die den Berufsweg einschlagen möchten? Ich würde zur Vorsicht raten. Ich würde sagen, genau hingucken. Ich würde sagen, auf alle Fälle das Hirn gut beschäftigen und sich in anderen Bereichen auch tummeln und viel lesen, Zeitung lesen, sich für Politik und für das tägliche Leben interessieren, die Augen aufhalten und dann mal gucken, ob das klappt mit dem Beruf und ob das das Einzige ist im Leben, ist sehr dahingestellt. Ich würde schon auch ein bisschen warnen vor dem Beruf, weil es so willkürlich ist, wer Karriere macht. Und es sind nicht unbedingt die Besten, die Karrieren machen. Das gehört wahnsinnig viel Glück dazu, das muss man wissen. Und ich glaube, dass viele junge Menschen so falsche Vorstellungen haben, wenn sie da Jule Herrmann sehen, die Wendy im Spiel. Das ist, Jule ist ganz, ganz toll, hat aber auch, das waren glückliche Umstände, die sie dazu gebracht haben, dass sie jetzt diese großartige Rolle spielen kann. Und das, da kann man nicht mit rechnen. Und ich denke, dass, da gibt es so Erwartungen, dass das irgendwie schnell geht mit der Karriere. Man spielt eine Rolle, dann wird man berühmt. Und das ist nicht der Beruf. Das ist die Ausnahme in dem Beruf. Jetzt spielt im Film eine ganz wichtige Rolle Freundschaft. Was macht denn für dich eine gute Freundschaft aus? Eine gute Freundschaft macht für mich aus, dass man die Emotion behält, auch wenn man eine Wut auf jemand hat. Dass man die grundlegende Zuwendung, Zugeneigtheit, dass das bleibt, dass man sich leisten kann, nicht immer perfekt zu sein, vielleicht auch mal Unrecht zu haben und der andere oder die andere mag einen trotzdem noch. Okay. Jetzt noch zum Schluss. Wendys bester Freund ist ein Pferd. Hast du selbst auch schon eine solche tierische Freundschaft erlebt? Ich hatte einen Hund, der ist vor 4 Jahren gestorben und der war ein sehr, sehr guter Freund. Und ich übertrage auch ein bisschen aus meiner Erfahrung mit meinem Hund, den ich wirklich sehr, sehr geliebt habe, auf diese Tiere beim Drehen. Und ich mochte zum Beispiel auch das Schwein wahnsinnig gern. Das Schwein ist einfach großartig. Aber auch die Pferde. Also ich kann das ganz, ganz gut nachvollziehen, diese Freundschaft zu einem Tier. Das ist einfach was Wunderbares und auch diese rückhaltlose Zuneigung, die das Tier einem auch irgendwie entgegenbringt, ja. Das zu spüren, ist einfach was wahnsinnig Schönes.